Hallo liebe Filmfans und Fucking Freaks, willkommen zu einem kleinen, aber feinen neuen Update-Video. Ein paar Sachen mal jetzt ganz schnell abgefertigt, weil da gibt es nichts Wildes zu sagen. Und zwar zuallererst wieder eine Anime-Box. Ja, ich hab's getan. Steinig mich, mir wurscht. Dritte Staffel Sailor Moon, beziehungsweise Sailor Moon S, freigeben ab 12. Wie gesagt, ist jetzt die komplette dritte Staffel. Bin ja mal gespannt, wann jetzt die vierte und fünfte kommt. Steht ja wie immer ein bisschen in den Sternen, aber wird man sehen. Irgendwann wird ja wohl Kase sich da mal zu äußern, denke ich, weil Staffel 2, der Re-Release ist ja jetzt im Februar gewesen. Jetzt im März war es jetzt Staffel 3. Mal gucken, wann Staffel 4 und 5 kommen. Dann ist die Serie komplett auf Blu-ray rausgekommen. So, dann kommen wir zu einem Blu-ray-Steelbook, wo bei dem Film sich ja die Geister so ein bisschen scheiden. Und zwar Resident Evil Welcome to Raccoon City, freigegeben ab 16. Ja, also von der Atmosphäre her vom Film finde ich den wirklich besser, wie die Vorgängerfilme mit Mila Jovovich. Aber die deutsche Synchro, weiß ich nicht, die gefiel mir nicht so. Also da die Sprecher, die kannte ich größtenteils nicht, außer dem von Chris Redfield, den kannte ich wohl. Aber weiß ich nicht, also wie gesagt, von der Atmosphäre fand ich den besser wie die alten Filme. Aber da hat mir immer noch irgendwas gefehlt, wo ich sage, ja, das ist eine gelungene Resident Evil-Verfilmung. Also, weiß ich nicht, man kann ihn sich angucken, er ist auch gut gemacht. Aber weiß ich nicht, also ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber egal. So, dann kommen wir zu einem Film, wo ja auch die Edition, die ich jetzt auch habe, horrende Preise wieder verlangt wurden. Und zwar Flucht aus L.A., freigegeben ab 16, hier im 4K Digipack. Hatte ich bei Amazon vorbestellt, dann hieß es auch mal, bei Amazon ist es nicht verfügbar, dann habe ich bei Amazon wieder abbestellt. Bei eBay fing das aber dann bei 65 Euro aufwärts an und da habe ich gesagt, nö, gibt's nicht. Und dann habe ich Kleinanzeigen durch Zufall gefunden, für 33 Euro inklusive Versand, einmal ausgepackt, aber nichts dran. Von daher kann ich nichts zu sagen. Gut, der Film ist natürlich jetzt wirklich nicht die beste Granate. Also die Klapperschlange ist wesentlich besser, aber zur Komplettierung der Reihe kann ich ja jetzt nichts zu sagen. So. Dann geht es weiter mit einem weiteren Anime und zwar Sword of the Stranger, freigegeben ab 16, hier in der 3-Disc Limited Edition im Mediabook. War aber wohl ein Produktions- oder ist glaube ich bei jeder Auflage, ich weiß das gar nicht, da ist auf der Blu-ray ist das DVD-Symbol aufgedruckt und nicht das Blu-ray-Symbol. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall die Blu-ray. Der Film ist grandios. Auch vom Studio Bones, was ja eben halt auch Full Metal Alchemist und My Hero Academia gemacht hat. Richtig klasse, limitiert auch 2000 Stück, aber hier ist nirgendwo eine Limitierungsnummer. Naja. Aber wer hier drauf steht, auf Schwertkampf-Action, auf Anime, ist ein Must-Have. Das Einzige, was hier dran schade ist, ich habe da jetzt wirklich nicht viel bezahlt, aber ich habe einfach mal gefragt, ob das so war oder ob das beim Versand passiert ist. Hier die Plastik in dem einen Mediabook, wo die Blu-ray drin ist in der Einhalterung, da ist das Plastik schon, da hat er schon zwei, drei Sprünge und ist schon an hier einer Außenstelle was abgebrochen. Hatte ich dem Verkäufer angeschrieben, ob das schon so war oder ob das beim Versand passiert ist. Bisher hat er sich noch nicht zurückgemeldet. Keine Ahnung, aber ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, an den Discs ist nichts dran und von daher kann ich damit leben. So, dann habe ich mir noch geholt. Da muss ich erstmal liebe Grüße an Philipp, meinen lieben Kumpel, ausdrücken. Der hatte einen Freund, der hat wohl ein bisschen seine Sammlung verkleinern im Bereich Mediabooks und Hardboxen. Und da habe ich ein Mediabook gesehen und da habe ich gesagt, ja, komm, den holst du dir. Hattest du schon mal, habe ich schon mal auf DVD gehabt, da war der aber leicht geschnitten. Und jetzt habe ich einen komplett Uncut und zwar Bereavement im, oder Bereavement, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, im Unrated Director's Cut. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der Spiel JK freigeben muss oder ob der sogar ungeprüft ist.
Weil der Leicht Cut war damals Spiel JK. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall richtig klasse. Auch hier das Mediabook. Ich glaube, die Mediabook-Version, die sind gar nicht mal so billig. Habe ich einen richtig super Preis für bezahlt. Und endlich wieder in der Sammlung Bereavement. So, dann habe ich mir eine DVD noch geholt. Den Film gibt es wohl, wie gemerkt, auch nur auf DVD. Und zwar The Mighty, freigegeben ab 6 mit Sharon Stone und Kieran Culkin. Richtig klasse Drama. Auch Miedler spielt hier auch mit. Richtig klasse. Wie gesagt, gibt es nur auf DVD. Und kann ich nur empfehlen. Wer den noch nicht gesehen hat, ich finde ihn super. Ich finde ihn auch jedes Mal, wenn ich ihn wieder sehe, ist er richtig, richtig gut. So, dann musste ich mir noch einen Film nochmal nachholen. Weil ich ja das Double Feature eigentlich hatte und dadurch ich ja das Resident Evil Degeneration Steelbook auf der Filmbörse Münster gekriegt habe oder gekauft habe, habe ich ja das Double Feature verkauft und musste jetzt das wieder mir dann neu holen. 2 Euro, egal. Resident Evil Damnation, freigeben ab 16. Wie gesagt, hier als Einzel Blu-ray. Brauche ich mir großartig was zu sagen. Animationsfilmmäßig Resident Evil, die sind top. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, welcher als nächstes kommt. So, so, machen wir mal dem weiter. Und zwar auch im Blu-ray Steelbook. Was heißt auch im Blu-ray Steelbook? Im Blu-ray Steelbook. The Kingsman bzw. Kingsman The Beginning, freigeben ab 16. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe erst gedacht so, oh Gott, nee, nicht ein Prequel wieder von den Kingsman, lieber ein dritter Teil. Eine Nachfolger von Kingsman 2, also Kingsman The Golden Circle. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist Granate. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass Matthew Vaughn den selber wieder gemacht hat, also der ja auch schon die beiden Vorgängerfilme gemacht hat. Aber hammer genialer Film. Ich hätte es echt nicht gedacht. Richtig klasse. Und richtig, richtig geiler Film. Kingsman The Beginning, beziehungsweise The Kingsman. Richtig geil. So, dann hatte ich mir noch ein Blu-ray Steelbook nochmal neu geholt, wie ich das zum Beispiel bei der Nebel gemacht habe. Und zwar Ninja Assassin, freigegeben ab 18. Weil meins hat ja hier vorne, hinten, das weiß ich, wie viele Dellen. Ich weiß nicht, was der vorherige Besitzer da gemacht hat. Jetzt habe ich das ganz günstig geschossen nochmal. An dem Steelbook ist nichts dran, an der Disc ist nichts dran. Von daher, was will ich mehr? So, dann habe ich mir auf DVD wohlgemerkt, weil ich immer noch irgendwie der leisen Hoffnung bin, dass vielleicht doch nochmal ein Mediabook davon rauskommt. Und zwar der Film Halloween Kills, freigegeben ab 18, hier im Extended Cut und Kinofassung, also beide auf DVD. An sich den Film fand ich nicht schlecht, auch zu Recht ab 18, also wenn man sich so die Kills anguckt, ist er jetzt wirklich zu Recht ab 18. Aber irgendwie, weiß ich nicht, bei mir ist der Funken nicht so derbe gesprungen. Also ich fand Halloween, den Vorgänger Halloween hier, fand ich besser, wesentlich besser. Bin ja jetzt trotzdem mal gespannt auf Halloween Ends, wie sie das wohl zu Ende bringen wollen und oder zu Ende gebracht haben, weil fertig abgedreht, glaube ich, ist er ja. Aber da bin ich mal gespannt drauf. Halloween Ends noch, aber hier erstmal Halloween Kills. Nicht schlecht, aber für meine Verhältnisse schlechter wie der Vorgänger Halloween Film. So, und dann kommen wir zu guter Letzt noch zu einer Blu-ray, wo ich den Film eigentlich schon auf DVD habe, also noch habe, als US-Import. Aber ich ihn jetzt endlich auf Blu-ray habe, aus England, ein England-Import. Zwar kein deutscher Ton, weil in Deutsch gibt es ihn 100% uncut nicht. Aber besser hat dieser Film, dieser Anime, nie ausgesehen. Und zwar Street Fighter The Movie bzw. Street Fighter 2 The Animated Movie. In Deutschland ist die leicht zensierte fast Uncut-Fassung, ich sag mal fast Uncut, freigegeben ab 18.
Die DVD, die dann rausgekommen ist, also die leicht gekürzte Fassung ist freigegeben ab 18 auf VHS. Die DVD, die damals rausgekommen ist vom Panini-Video, ist freigegeben ab 16, aber die sowas von zerhackstückt. Das geht gar nicht. Und wie gesagt, jetzt hier Full Uncut als England-Import. Englische Freigabe ist ab 15. Freigabe, nicht Freigabe. Freigabe ist ab 15. Ist sogar von Kase. Deswegen, ich habe ja immer mal darauf gewartet, dass irgendein Label, ein Anime-Label, sich sagt, wir bringen Street Fighter 2, die Animated Movie, in Deutsch raus, Uncut. Aber nö. Vor allen Dingen ohne Flachs, der wird hier locker eine FSK 16 kriegen. Uncut. Oder hey, kann natürlich auch sein, dass Panini-Video wieder ihre Rechte drauf oder die Hand drauf hält, also, was Schwachsinn ist. Aber egal, auf jeden Fall jetzt hier im England-Import auf Blu-ray und soweit ich sogar sagen kann, out of print. Also ich weiß, dass liebe Grüße nochmal hier auch an dieser Stelle an Andreas. Der hat ein paar Kumpels in England und die suchen diesen hier für ihn schon länger und man kriegt ihn in England noch nicht mal groß. Ich weiß oder ich habe schon gehört oder beziehungsweise irgendwo gesehen, die genau die gleiche Blu-ray gibt es als Frankreich-Import, aber dann natürlich mit französischem Ton und japanischem Ton und keinem englischen Ton. Gibt es als Frankreich-Import für 90 Euro. Ich habe jetzt hier keine 90 für bezahlt, auch keine 50 für bezahlt. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe das auch durch Zufall gefunden bei einem, der hat ein Anime, Blu-ray und DVD-Paket drin. Da war der mit bei und da habe ich ihn angefragt, ob er den auch separat verkaufen würde. Hat er gesagt, ja, mache ich. Und von daher kann ich nicht meckern. Endlich in meiner Sammlung auf Blu-ray Street Fighter 2 The Animated Movie beziehungsweise hier Street Fighter 2 The Movie, weil auch eigentlich im Original heißt der wirklich auch Street Fighter 2 The Movie. Von daher, ja, top, kann ich echt nur empfehlen. Wer auf Anime steht, wer auf Street Fighter steht, top, der Film ist richtig klasse. So, das war dann mein Update-Video für dieses, ja, für dieses Mal. Hoffe natürlich, wie immer, es hat euch soweit gefallen. Es wird demnächst jetzt mal eine richtige Roomtour wiedergeben. Ich habe nämlich jetzt eigentlich soweit alles an regalmäßig gestellt, wie ich das haben möchte, beziehungsweise haben wollte. Ich habe ja schon mal ein bisschen so die meine Regale bzw. die Vitrinen mit meinen Transformers-Figuren vorgestellt, aber es wird jetzt wirklich mal eine Roomtour geben, wo alle Regale nochmal vorgestellt werden. Und natürlich die Steelbook-Specials werden weitergehen. Das sind ja nicht mehr allzu viele Buchstaben über im Alphabet. Von daher, ja, hoffe natürlich jetzt, wie gesagt, dieses Update hat euch wie immer soweit gefallen und würde dann wie immer sagen, bis zum nächsten Mal.